Herzlich willkommen zum fittesten Adventskalender jemals hier auf YouTube. Und zwar mit dem 6. Türchen heute. Ich bin Johannes Queller und heute zeige ich dir die ersten Schritte, die du gehst, wenn du von Single Kettlebell zu Double Kettlebell voranschreitest. Progressed, wie auch immer. Währenddessen beim Single Kettlebell Training ja der Schwung mehr oder weniger so ein bisschen nach vorne geht, so arbeiten wir mit zwei Kettlebells eigentlich nur noch nach oben. Das heißt, die wichtigste Übung eigentlich beim Double Kettlebell Training ist gar nicht der Swing, sondern der Squat. Warum müssen wir eigentlich hier mehr squatten und weniger hinschen? Ganz klar, wenn wir jetzt zum Beispiel den Snatch uns anschauen und mit zwei Kugeln, ja, und mit zwei Kugeln, wo kann ich mich hier hinstellen, ohne zu rutschen? Hier, so. Wenn wir mit zwei Kugeln hinschen und die Kugel so hoch snatchen, dann haben wir ein Problem. Das heißt, wir müssen von hier aus eher nach oben arbeiten und nicht nach vorne. Deswegen ist es so wichtig, um bei Double Kettlebell erstmal mehr zu verstehen, dass es hier um einen Squat geht und nicht um einen Hinge. Das heißt, was wir als allererstes jetzt hier machen, ist, wir müssen erstmal ein Setup finden und lernen, dass wenn wir mit zwei Kugeln arbeiten, brauchen wir einen etwas anderen Stand. Währenddessen wir mit einer Kugel hier noch relativ eng stehen können, weil wir hier relativ gut zwischen die Beine kommen und trotzdem noch mit dem Griff in der Kugel relativ nah an der Rotationspunkt, an der Rotationsachse der Hüfte sind, ja, so sind wir mit zwei Kugeln hier nicht mehr in der Lage. Das heißt, wir müssen hier breiter stehen und auch anstatt von hier eine Insertion auf der Höhe zu haben, haben wir hier die Insertion trotz breiteren Stands etwas tiefer, um hier reinzukommen. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall schon mal nicht nur etwas mehr Gewicht, also quasi doppelt so viel Gewicht, wie wir mit einer Single-Kettlebell haben würden, sondern aufgrund der Hebelverhältnisse schon deutlich mehr. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal einen etwas breiteren Stand und wir arbeiten zunächst einmal erstmal mit der Rack-Position. In der Rack-Position musst du dich erstmal daran gewöhnen, dass du jetzt plötzlich zwei Kugeln hast, die dich noch viel mehr nach unten drücken. Das heißt, hier arbeitest du erstmal mit dem Schwung mit den Kugeln nach oben. Das heißt, du bringst die Kugeln irgendwie nach oben. Lass die Finger gerne offen, damit sie nicht hier gegeneinander knallen. Und von hier aus, zack, erstmal nur ins Rack. Ja, Pobacken fest zusammenkneifen, Bauch fest, die Ellenbogen runternehmen und trotzdem Brust raus und gerade stehen. Und in der Position arbeitest du dich erstmal nur auf 2 Minuten halten nach oben. Also hier 2 Minuten halten und warten und stehen. Dabei atmen und trotzdem die Spannung behalten. Ja, absetzen. In der Position mit der Rack Position arbeitest du, ist schon mal erstmal deine Foundation, deine Grundlage, um hier sicher und effektiv mit zwei Kugeln zu arbeiten. Als nächstes gehen wir in den Squat. Und von hier aus arbeiten wir erstmal mit der Kugel, mit den Kugeln ins Rack. Und von hier aus gehen wir langsam in die Hocke. Du nimmst die Kugeln wieder auf, cleanst sie dir ins Rack. Und von hier aus, mal gucken, wo ich mich hier am besten, ah, hier ist gut, hier ist stabil, okay. So, die Beine, ne, die Fersen in den Boden drücken, Pobacken fest, Kniescheiben nach oben ziehen, Bauch fest, ans Rack. Jetzt schieben wir die Knie nach vorne und die Ellenbogen gehen auch so ein bisschen nach vorne hoch. Aus der Position wieder nach oben rausschieben und langsam wieder runter. Von hier aus die Ferse in den Boden drücken und nach oben kommen. Diese zwei Übungen sind die absoluten Grundlagen, um mit zwei Kugeln zu arbeiten. Als kleines Workout gebe ich dir hier 5 Runden mit 30 Sekunden Rack Holds, ablegen, 10 Sekunden pausieren, kurz die Arme ausschütteln und danach 8 Squats. Das Ganze, wie gesagt, 5 Runden, 30 Sekunden Rack Hold und 8 Kniebeugen. Wenn dir diese Art der Erklärung gefallen hat, findest du ein komplettes zum Mitmachen Tutorial, wo ich vor der Kamera stehe und dir alle Übungen Schritt für Schritt beibringe mit den Double Kettlebells im Advanced 2 More Bells Programm. Das findest du auch hier in der Videobeschreibung und dort ist, wie gesagt, in sämtlichen Tutorials in voller Länge zum Mitmachen alles erklärt, von der Pike auf bis zum Schluss. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findest du das Programm. Wenn du dich dafür interessierst und noch mehr wissen möchtest, abonniere den Kanal, check die anderen Videos und wir sehen uns im nächsten Türchen.